Normalerweise stehen Chemiker natürlich nicht am liebsten vor der Kamera, sondern, richtig, in der Küche. Wir backen heute. Dieses Video ist gewidmet unserer Grafikerin Melanie, die nach eigener Aussage nicht backen kann. Deswegen backen wir heute eines der einfachsten Sachen, die man machen kann, nämlich Butterplätzchen. Um zu demonstrieren, wie einfach es ist, habe ich mir heute zwei kleine Helfer hergeholt. Das sind der Joni und der Yoshi. Und ihr backt gleich, gell? Das heißt ja. Warum sind Butterplätzchen so einfach? Weil wir es hier mit einem Mürbeteig zu tun haben. Da muss man nichts beachten, außer dass alle Zutaten reinkommen. Und zwar 500 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 375 Gramm Butter und 4-mal Eigelb. So, das Mehl ist natürlich die Basis beim Backen. Das Besondere beim Mehl ist, es besteht nicht nur aus Kohlenhydraten, sondern auch aus Protein, vor allem aus dem berüchtigten Gluten. Warum mag mich keiner mehr? Warum seid ihr so gemein zu dem Gluten? Wenn ihr keine echte Unverträglichkeit habt, hat es keinen Sinn, darauf zu verzichten. Gluten setzt sich zusammen aus zwei Proteinklassen, den Gliadin und den Glutenin, die erst zusammenfinden, wenn man Wasser hinzugibt und sich dann verbinden und eine Art Kleber bilden. Deswegen nennt man Gluten auch das Kleberprotein. Sehr wichtig beim Brotbacken, wo man eben auch viel Wasser hat, für diese Konsistenz, diese Chewiness, die wollen wir hier nicht. Wir wollen hier einen Mürbeteig. Deswegen haben wir auch generell wenig Wasser in unserem Rezept. Wir haben nur Wasser aus der Butter. Die besteht aus maximal 16% Wasser und den Eigelb, das besteht so zur Hälfte aus Wasser. Butter besteht natürlich zu größtem Teil aus Fett, was ein hervorragender Geschmacksträger ist und sowieso für den Geschmack bei Butterplätzchen essentiell ist. Aber sie sorgt auch dafür, dass die Plätzchen eben nicht steinhart werden. Bei einem Kuchen würden wir jetzt das Fett, also die Butter und den Zucker erstmal schaumig schlagen für den Fluff. Das brauchen wir auch nicht, ist alles ganz easy beim Mürbeteig. Zucker. Zucker ist ein sehr interessantes Material beim Backen. Die offensichtliche Funktion von Zucker ist natürlich, dass es süß schmeckt. Aber Zucker hat auch noch andere Funktionen. Zum Beispiel ist er hygroskopisch, das heißt, er zieht Wasser an sich. Ihr werdet also feststellen, wenn ihr deutlich weniger Zucker benutzt in eurem Rezept, dann werden eure Plätzchen schneller trocken werden beim Lagern. Und Zucker geht eine sehr, sehr wichtige Reaktion ein im Ofen. Dazu kommen wir später. Und als letztes haben wir Eigelb. Es gibt Rezepte, die Butterplätzchen auch mit ganzem Ei machen. Das kann man machen, ist jetzt nicht weiter schlimm, ist aber vielleicht nicht ganz ideal, weil Eiweiß zu fast 90% aus Wasser besteht. Und wir wollen halt beim Mürbeteig einen relativ festen, dichten Teig mit nicht so viel Wasser. Die Hauptbestandteile von Eigelb sind etwa die Hälfte Wasser, ca. 30% Fett und ca. 15-16% Proteine, das heißt Eiweiß. Eigelb enthält auch Eiweiß und nicht nur das, Eigelb enthält mehr Eiweiß als Eiweiß. Wenn ihr also Freunde habt, die gerne ins Fitnessstudio gehen und Eiweiß-Omelettes essen, dann hat das vor allem kalorientechnisch Vorteile, weil Eiweiß eben fast nur aus Wasser besteht. Mehr Proteine sind aber tatsächlich im Eigelb. Und diese Proteine sind eben auch wichtig beim Backen im Ofen, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt müssen wir einfach alles nur zusammenkippen. Reihenfolge ist relativ egal. Dazu holen wir jetzt unsere Backhelfer. So, ihr zwei, seid ihr bereit? Ja. Okay. Der Teig muss jetzt eine Stunde lang im Kühlschrank. Das ist jetzt ein Knollbund. Im Ofen passieren folgende Sachen. Die Butter schmilzt, das heißt, die Plätzchen weiten sich ein bisschen. Das Wasser verdampft, das heißt, die Plätzchen gehen ein bisschen auf. Und die Proteine aus den Eiern, die man sich bei Raumtemperatur wie so lange zusammengeknollte Schnüre oder einzelne Wollknolls vorstellen muss, entknäulen sich jetzt bei hohen Temperaturen. Dieses Entknäulen nennt man Denaturieren und führt dazu, dass sich die langen Fäden miteinander verheddern und so ein dreidimensionales Netzwerk bilden, das den Teig zusammenhält. Und es passiert so ab 140 Grad
Eine der besten chemischen Reaktionen überhaupt, die Maillard-Reaktion. Dabei reagieren Zucker und Aminosäuren zu ringförmigen Molekülen, die das Licht so reflektieren, dass man diese schöne braune Farbe hat. Das heißt, wenn im Rezept drin steht, backen bis die Plätzchen goldbraun sind, heißt das auf chemisch, backen bis die Maillard-Reaktion stattgefunden hat. Die Maillard-Reaktion passiert auch beim Kaffeerösten oder beim Fleischbraten. Eigentlich überall, wo irgendwas braun und aromatisch wird und bildet eben eine ganze Bandbreite an wohlriechenden Geschmacks- und Aromastoffen. Also Joni hat einen Wasserspielplatz gemacht, richtig? Okay. Jetzt ist der Wasserspielplatz drauf! Yes. Dann kann man die Plätzchen auch schon rausholen und das machen, was am meisten Spaß macht, nämlich das Verzieren. Habt ihr was genascht? Das dürfen wir. Ich habe eigentlich Nein gesagt. Wenn ihr gerne backt oder auf der Suche nach neuen Rezeptideen seid, dann schaut doch mal bei Living the Healthy Choice vorbei. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es uns wissen, indem ihr uns einen Daumen nach oben gibt. Dann gibt es vielleicht mal ein Part 2 mit Kuchen. Da ist nämlich noch viel mehr Chemie drin. Ansonsten 1, 2, 3, schön schlau. Abonnieren. Sag mal abonnieren. Sag mal, die kann abonnieren. Abonnieren.